Ja, guten Abend zusammen. Hallo. Das Entlastungspaket der Politik ist aus meiner Sicht keine gute Leistung. Letztendlich verspricht es sehr viel, aber wenn man da mal genauer hinguckt, dann wird derjenige Mensch oder diejenige Menschen, die von der Krise stark betroffen sind und auch existenzgefährdet sind, viel zu wenig entlastet, und in Gegenüberstellung wird ja das wenige Geld, was vorhanden ist, so zumindest gibt es der Staat anscheinend vor, wenn man die Diskussion so mitbekommt, ganz einfach in der Umverteilung recht ungerecht ist und die Besserverdienenden hiervon stark profitieren. Das sieht man zum Beispiel auch bei der Senkung des Umsteuersatzes auf hier Gaslieferungen von 19% auf 7%. Natürlich, da freuen sich natürlich auch die Besserverdienenden, die von der Existenz nicht betroffen sind, die von der Krise nicht betroffen sind, über das Geldgeschenk des Staates. Und genauso ist das mit dem 49-Euro-Ticket. Natürlich ist es irgendwie gut, aber welch ein Quatsch, dies als starke Leistung für eine Entlastung in der Krise zu kommunizieren. Letztendlich profitieren doch viel zu wenig Leute, die existenzgefährdet sind, von diesem 49-Euro-Ticket. Die können sich es einfach nicht leisten und werden sich aufgrund ein paar Fahrten das Ticket dann auch nicht hier regelmäßig kaufen. Ganz wichtig ist doch, dass die Menschen auf der Einkommensseite monatliche Entlastung bekommen, vielleicht von 200-300 Euro, und das Monat für Monat. Und das ist auch locker möglich. Deutschland ist ein Land, was viel Geld hat. Wenn man das Geld, sage ich jetzt mal, denjenigen zugutekommen, die von der Krise betroffen sind, wenn man als Beispiel eine Vermögenssteuer einführen würde, wenn man als Beispiel gewisse Betriebe in der Krise durch Wegfall der Gewerbesteuer entlasten würde, wenn man das Beamtentum abschaffen würde und vor allen Dingen auch eine Bekämpfung von Steuervermeidung und Steuerbetrug machen würde, dann hätte man, das sind so Maßnahmen, dann hätte man, was weiß ich, zig Milliarden Euro mehr, um dieses wirklich die von Existenz bedrohten Menschen hineinzugeben, sodass sie auch wirklich davon profitieren. Vielen Dank.